Wahnsinn, ein Mann hier, Beat, Mann, muss man sagen. Der Georg und ich kennen einander ja schon länger. So, 1894. 1894. 1894 war ein wichtiges Jahr, das voll. Das heißt nicht voll Laktosepräservativ, wie heißt das? Ja, okay, ein bisschen was geht immer. Also, mehrere Volllaktosepräservative. Ich weiß nicht, das erfunden der mit der Nase. Ja, nein, das ist die mit der Nase. Nein. Das Volllaktosepräservativ und der mit Bord erfunden. Der Orge. Der hat sich ja angehackt, oder? Ja, aber die hat man so schlecht gesehen hinter die Brühen und die waren eher so. Die hat immer geglaubt, das ist nebelig, da wäre das sehr brühnig. Das passiert mir manchmal auch. Wenn man da viel schlafen geht mit den fetten Fingern auf die Brühen. Beim Lesen greift, dann sieht man so, dann denkt sich, was ist das? Es ist ja doch schon, das ist eine Zeit der langen Freundschaft. Es sind lauter, oder einige Menschen hier, die wir schon länger kennen. Wie lange kennen wir jetzt? 14 Tage? Nein. Wolfi Beneder zum Beispiel. Also, Wolfgang hat mich. 1983! Ja, 1983 ist der Tempel. Da wäre ein Hit gehabt, das hat geheißen, sie sagt, nein, ich sag mehr und sie sagt groß. Es war aber eher umgekehrt damals, aber das kann man jetzt nicht so genau. Gerade der Fritz ist da, der mich bei den ganzen Ostbahn-Sachen begleitet hat. Wir haben das Studio gebaut, haben, ich glaube, in 88er oder wann das war, in der Zollergasse im Sinn mit sich. Ja, Gott sei Dank hat er mich mit seiner Frau bekannt. Die ist halt meine, das hast du jetzt davon. Ich weiß, dass du es mir schlecht hast, aber. Nein, meine Therapeutin hat gesagt, ich soll vor Menschen über alles reden, auch über unter Umständen Minderwertigkeitskomplexe bezüglich der Gliedlänge, aber nicht über meine Ehe. Das sei politisch unkorrekt. Hast du gehört, hört sich. Aber ich bin politisch unkorrekt und deswegen. Nein. Oh, ihr seid es da, das ist so gemütlich. Der Hannes Päpstl ist da mit Freund aus Linz, den ich unendlich schätze. Hast du jetzt gerade draußen ein bisschen leiser Draht oder sind das meine muskulösen Oberarme, die meine Audio-Umgebung irgendwie beeinflusst haben? Ja, okay, gut. Ja, und deswegen wollte ich, wenn man das lesen möchte, und der Pädler gesagt, weißt du, was wirklich beeindruckt hat? Sag ich, was hat wirklich beeindruckt? Sagt er, ich nachher beim Brunz. Nein. Ich erzähle jetzt eine kurze Geschichte dazu, weil sie kulturell wertvoll ist. Naja, was spürt, wirst du deine Vorstadtgeschirren gehen? Also, ich darf ja solche Sachen nicht sagen, weil sonst bekomme ich ja wieder Vorwürfe. Also, das ist ja nicht so. Von wegen, nein, wurscht. Wollen wir das da jetzt besprechen? Ich wollte die kulturell wertvolle Geschichte erzählen. Die Schäferti hatte einen Manager, das war der Günther Großlercher. Das ist einer der Menschen, bei dem ich gelernt habe, dass man wirklich hemmungslos lügen kann. Und vor allem so Dinge, die behauptet worden sind, du hast zum Großteil gesagt, schau, heute ist ein blauer Himmel, der hat gesagt, nein, der ist grün. So war er. So muss man auch kennen. Du, ich, auf der anderen Seite, ich habe auch behauptet, ich habe auf der Windseite 500 silberne Raumschiffe gesehen und mein Vater hat das bestritten. Also es ist nicht ganz so einfach, wenn man die Welt ein bisschen, wie soll man sagen, kosmischer sieht. Egal. Und der Großleiter war auf jeden Fall war er wirklich schwierig und er hat ein Fax gerät gehabt und ich habe ein Fax gerät gehabt und wir mussten einen Fax schicken nach München. Und zwar haben wir da gespielt, glaube ich, in der Theaterfabrik in München, das hat einen Typen gehabt, war der Bruno Nöd, der ein super Kerl war, den habe ich jetzt nicht gern, der kulturell wertvoller Mensch, der hat zum Beispiel der hat den Qualtinger angegriffen und gesagt, mit wem kommst du? Und er hat gesagt, der Qualtinger, ich komme mit Karl Kraus. Und wie dann der Qualtinger ins Hotel gekommen ist, hat der Portier zu ihm gesagt, wann kommt der Herr Kraus? Aber der Nöd war ein netter Mensch und hat auch gleich mal, also was der Band gut gefallen hat, immer gleich die Bier hingestellt, aber das ist in München auch ein bisschen anders als bei uns. Das ist, da waren wir bei uns aber gleich mal in den Arsch gerückt, aber die kriegt man auch nicht. Und der Großteil hat gesagt, du, wir spielen da, bitte schick dem ein Fax. Warum soll ich dem ein Fax schicken? Und sagt er,
mein Faxpapier ist aus. Ich habe gesagt, das ist Grund. In Wirklichkeit wollte er, dass ich das schicke, weil das ins Ausland gegangen ist und damals das Telefonieren teurer war, vor allem in die Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe eine sehr runde Schrift für meine Schrift und ich habe da drauf geschrieben, sag ich, was soll ich da drauf schreiben? Und der hat gesagt, schreib auf, wie das Programm heißt. Ich habe drauf geschrieben, schreib mal, aber so hat es nicht geheißen. Das Programm hat geheißen, ich brauche keinen Doktor. Und zwar, also Ostbahnkurti und die Schäferti, und ich brauche einen Doktor. Ostbahnkurti und die Schäferti, ich brauche keinen Doktor. Wir kommen nach München, hängt auf der Theaterfabrik ein ganz großes Plakat, wo drauf gestanden ist, Ostbacher Kurti und die Schäferti mit dem Programm, ich brauche Kompotstar. Ich hab gesagt, es ist eine kulturell wertvolle Geschichte. Und deswegen möchte ich jetzt eingedenk, also es, wenn man sich die Neugierigkeit anschaut, wird das vielleicht mit der Kultur nicht mehr so sein. Also lassen wir die Kultur ein wenig hochleben und spielen eingedenk der österreichisch-kosmischen Kultur das Lied Ich brauch Kompotstar.